Freunde von scharfen Messern, mein Name ist Nanka von Schmiedeglut und diese Woche geht es hier richtig ab, weil am Wochenende haben wir eine große Messe. Da geht es um Grillen und Barbecue und was weiß ich was. Und das Problem ist, wir haben gar keine Fleischmesser. Wir haben alle möglichen Jagdmesser und sowas am Start, aber überhaupt gar keine Fleischmesser. Also müssen wir diese Woche richtig reinhauen und noch ein paar fette Messer rausrotzen, damit wir auf der Grillmeisterschaft richtig zeigen können, wo der Hammer hängt hier bei Schmiedeglut. Also, ich wünsche euch viel Spaß in unserem Video. Das zeigt die ganze Woche, was hier so abgeht. Das waren die zwei Messerklingen aus halbintegral geschmiedetem Damast und die anderen zwei sind auch schon fertig und jetzt geht's in Bandschleiferraum. So, jetzt zeige ich euch, wie man die Klingen finisht. Dafür brauchen wir ein Holzstück, wo wir es aufspannen, einen Schleifklotz, Schleiflein und Muckis. Na Johnny, was machen deine Mediengestalterhände beim Finish von der Satoko-Klinge? Ein bisschen habe ich schon geblutet, aber das gehört dazu. Kriegst du es hin? Ja. Vorne. Aber ansonsten. Der Handfinish ist kein Spaß, ne? Nee, ist echt kein Spaß. Ja, das geht ja mächtig voran. Also ich habe doch noch Hoffnung, dass wir es schaffen können, bis zum Wochenende die Messer fertig zu haben. Ja, ich würde sagen, jetzt wird mal geschliffen und zwar bis die Hütte qualmt. Das Geile ist, ich mache an den einen Messergriff mache ich einen Mammutbackenzahn dran und der stinkt wie die Sau. Bin mal gespannt, was die anderen hier so in der Werkstatt sagen.
So, viel Staub und Schleiferei später ist das Messer hier fertig und jetzt kommt's in die Säule. Schleifsteine runter, bitte! Nein, warte, ich habe einen Kunden am Telefon! Alter, alles muss man selber machen. Das war mal eine mega geile Woche. Wir haben zwei richtig coole Damast-Halbintegral geschmiedet, dann noch zwei andere Masterpiece-Messer fertig gemacht. Also die Messe am Wochenende kann auf jeden Fall kommen. Wir haben auch noch weitergearbeitet in ein riesen Batman-Parier-Element für das große Damast-Schwert. Aber das zeige ich euch noch im anderen Video. Jetzt gucken wir erstmal, ob das Ding richtig scharf geworden ist. Ein neuer Test, den ich jetzt in letzter Zeit immer mache, weil er einfach voll geil ist und viel Spaß bringt. Man nimmt das Messer, legt sich das einfach nur hier oben auf die Finger drauf. Dann nehme ich mir das Papier und schneide es einfach durch. Und wenn das funktioniert, dann sind eure Messer auch richtig scharf. Also www.schmiedeglut.de. Nächste Woche gibt es das nächste Video. Wenn ihr Bock habt, mal ein eigenes Messer zu schmieden bei uns, schaut einfach auf der Website vorbei. Und ansonsten, das Schätzchen stelle ich jetzt in Online-Shop.